der letzten Episode. Ja, so soll das sein. Ein Schuss, ein Treffer. Der war aber schnell. Alter Schwede, war der schnell. Ja, ich verteidige mich. Ach, guck mal, wer da angerannt kommt. Hast du ihn gefunden, oder was? Leg mal den Schlafsack nochmal hin und mach mal ganz kurz auf. Oh, du Schande. So schnell kann ich gar nicht drücken. Hat er sich ja einen guten Weg gesucht. So, Wölfchen. Ich sag mal, Füße adieu. Warum stehen wir hier? Ja, okay. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermoos. In der Folge 92. Wir werden mal die Kleidung gucken. 3653. Ja, das ändert sich nicht wirklich. Ja, es ist tatsächlich die bessere Wahl so rum. Von der Temperatur her. Ja, wir sind jetzt im Marschgrat. Trostlos Marschland. Wir haben jetzt den Talkessel hinter uns gelassen. Da haben wir uns reichlich, wir haben 2 Tage dort zugebracht. Also, anderthalben. Mehr oder weniger. Da ist er, der Marschgrat. Hier oben ist natürlich auch nichts los. Das heißt, hier können wir erstmal wieder ungestört herumrennen und Dinge sammeln. Da haben wir zum Beispiel schon mal eine Schlinge. I think I can use this. Die intakt ist. Noch ein Schlafsack. Mhm. Okay, nochmal 10 mehr. Das heißt, wie viel haben wir dann? Rucksack, gut. Behälter lassen wir hier stehen. Zap, der Energieriegel. Wie viel Holzkohle haben wir eigentlich? 1, okay. Jetzt haben wir 3. Gut, naja, gut. Schlingen sind immer 100%, interessanterweise. Die man findet. Okay, ja, hier geht's wieder die Birkenrindenjagd los. Und natürlich für die Stöcke. Noch haben wir den Sattbonus. Aber ich vermute nicht mehr so wirklich lange. Das ist immer nur mal momentan noch so punktuell. Das ist auch in manchen Stellen nicht hundertprozentig super einfach. Okay. Ah. Schon sagen, da ist tatsächlich mal was drin. Nö, nee, ist nicht. Klaus in der Kiste ist da drin. So, dann gehen wir hier mal weiter. Greg, 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 rechts. Schaffst es durch die Bäume? Ist ein bisschen verwirrend, gell, für dich. Ja, ist immer noch kalt. Minus 4, okay. Na ja, gut, was soll man machen? Das ist halt das Wetter. Na, da drüben ist eher nichts. Klar, Stöcke, aber übertreiben muss man es dann doch nicht. Trostlos Marsch, dann finden wir sowieso insgesamt über alles gesehen relativ viele Stöcke. Ist auch keine Schösslinge, echt. Ja. Es gibt auch keinen Hirsch hier. Stimmt, das war ja der Hirscharmerand. Von daher war das schon echt ein Zufall, dass wir da einen Talkessel hatten. Da vorne ist noch was. Okay. Noch eine. Mhm. Dass wir die Härte abrichten können. Ach komm, guck dir noch mehr. Birkenrind. Ja, und sind natürlich schon wieder die Wölfe. Das ist klar. Aber hier oben sind die Kaninchen. Okay, weiter geht's. Okay.
Gut. Ein Seil haben wir ja nicht gefunden. Achso, wir müssten da mal durch die Höhle schlappen. Da finden wir vielleicht ein Seil. Aber eigentlich brauchen wir ja kein Seil. Also ich wüsste nicht, wieso ich mich hier abseilen sollte. Wirklich nicht. Wir gehen hier einfach nochmal drüber und gucken, ob wir noch, dann vielleicht noch ein paar Birkenrinden mitbekommen. Hier brauchen wir die nicht so dringend, aber mal so Tasche hat. Warum eigentlich nicht? Ja, ja, wir gehen gleich. Oh, guck mal. Jackpot. Vielleicht ist ja auch, wenn wir rauskommen, das Wetter anders. Gab's doch bei der Madame. Wir sind einmal nur durchs Lagerbüro gelaufen, also wirklich hinten rein, vorne raus. Ein paar Schritte und das Wetter war vom Nebel auf Sonnen aufgeklärt. Also beim Wetter haben sie ein bisschen was gedreht. Oh, guck mal, schön hell. Hm? Hertha, das spart ja auch das Öl, das Kostbare. Wir machen einfach nur unsere Augen auf scharfsinnig. Funktioniert das? Nur mal Interessenshalber. Ich meine, wir sind jetzt sowieso in der Höhle unterwegs. Ich möchte gern mal gucken, welche Region wir noch gar nicht waren. Wir waren noch nicht im Ort der Trostlosigkeit. Okay, trostlos marschieren sind wir jetzt tatsächlich auch. Waren sie mir tatsächlich neu hier drin? Echt? Beschädigten Bahn. Auf der beschädigten Bahnstrecke. Echt? Okay. Das waren dann die Region. Okay. Also auf der Karte. Nee, Karte. Welt. Heißt das? Hier diese Ecke? Und ein paar ganz, ganz, ganz rund. Also zur bröckelnden Schnellstraße waren wir dann wahrscheinlich auch noch nicht. Okay. Das wird interessant. Den Ort der Trostlosigkeit mag ich ja schon ganz gerne. Irgendwie schon. Das ist irgendwie so ein bisschen so meine Region, habe ich das Gefühl. Wenn ich da durchgehe. Ist halt so am Arsch der Welt. Trotzdem irgendwie an der Küste. Too much stuff to carry. Ja, das ist dann hier für die Schmiede halt interessant, Junge. Nur das Bescheid weiß, was da hinten gewesen war. Da irgendwas Gelbes. Oder war das die Hertha, die da wieder auf Wildschwein macht? Okay, ich hole trotzdem mal die Laterne raus. Hier scheint nämlich gerade voll die Sonne mir in die Fresse und ich sehe meine eigene Spiegelung im Bildschirm. Das ist der Hammer. Tasche ist nichts, gut. Das ist dann der andere Weg, oder? Ich meine, so wirklich viele Durchgangshöhlen gibt es ja eh nicht. Genau, da kommst du dann wieder zurück. Gehen trotzdem mal hier lang. Ach, guck mal. Ja, da gehen wir auf jeden Fall hier lang. Hm? Ich wusste es. Hm? Da ist noch ein Rucksack, okay. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir den. Ach du Schande. Die sind super. Die haben wir auch gerade an. Das werden wir noch lernen. Das werden wir vielleicht essen. Das können wir entleeren. Soweit es geht halt. Da haben wir noch Sport. Alter Schäde, was war das? Ja, das war wirklich viel Zeug, Junge. Da hast du vollkommen recht. Mehr kommt aber nicht mehr. Nö. Okay. Dann lass zurück scharwenzeln. Alter Schwede. Ja, meine Frau hat mir gerade noch mein Lebertee vorbeigebracht. Den hatte ich mir zwar angesetzt, habe den aber vergessen mitzunehmen. Das ist echt ein furchtbares Gesöff, alter Schwede. Wegwartenkraut. Das ist wirklich extrem bitter. Ja, ist halt vor allem halt natürlich
Das Seil. Inzwischen ist der Junge natürlich easy aufgewärmt. Ja, ich habe auch das Gefühl, seitdem wir aus dem Stumpflusstal zurück sind, ist die Welt abgekühlt. Ich weiß noch nicht, hat das irgendwie was mit... Ja, Journal natürlich. 134, 125 vielleicht Tage, keine Ahnung. Wie lang waren wir eigentlich im Stumpflusstal? Nicht wirklich lang, oder? Eine Woche, okay. Eine Woche, na immerhin. Hat sich irgendwie kürzer angefühlt, lustigerweise. Aber ich denke, dass wir allein in den Höhlen schon mindestens einen Tag zugebracht haben. Tja, Junge. So schnell findet man viele schwere Dinge. Okay. Da ist der Ausgang. Ist hier noch was? Sieht übrigens immer noch nach Nebel eher aus, anscheinend. So, den Rest schaffen wir auch so. Gell? Ja, genau, Nebel auf jeden Fall. So, lass uns erstmal schauen. Der Revolver ist schlechter und leer. Scheint es nicht schlecht. Füll das mal in leer mal, genau. Da müsstest du jetzt nur einen halben Liter rausbekommen, oder? Genau, weil das ist jetzt, der ist jetzt voll. Dann können wir hier wieder auffüllen. Und dann können wir aus der anderen Laterne... Ich weiß, es macht gewichtstechnisch natürlich gar keinen Unterschied. Aber da vergesse ich es nicht. Das ist der Hintergrund. Okay, gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Du trinkst nochmal Wasser. Das hilft... Ach du, schaut euch das mal an, Leute. Haben wir 58 Kilo bei uns. Ja. 0,6 für 12. Das heißt, wenn 0,3 für die Hälfte. Wir könnten... Ja, dann basteln wir die noch zusammen. Nee, nicht die Kohlen. Das bringt uns nichts. Wir wollen natürlich nur, was sonst halt was bringt. Halbe Stunde, echt? Ist auch warm genug inzwischen. Dann nochmal ein bisschen leichter. Ja, das war schon unter 58. Das siehst du, geht doch. Ja, ja, was ist das hier? Hm? Gut, wenn wir dann natürlich über eine halbe Stunde stehen, dann wundert einen nicht, dass die Hertha sich da einfach nur hinsetzt. Ja, wir müssen jetzt erstmal zum wilderer Lager. Alles andere macht gerade gar keinen Sinn. Naja, viel zu schwer. Ja, linke Hand sind natürlich Wölfe. Das heißt, wenn wir darüber wollen. Ist da nicht auch ein Laptop da bei dem Turm, der bei Aurora gehen kann? Und apropos, jetzt wo ich mich, wenn ich mich mal richtig entsinne, muss ich ehrlich sagen, dass seitdem sie da auf die Version 2.0.0 gegangen sind, dass die Auroras extrem selten geworden sind. Also ich weiß nicht, wie viel Folgen ich seitdem aufgenommen habe. Also ich meine, wir hatten den Interloper gestartet und dann halt dann irgendwann noch den Schleicher hinzu und den Interloper auf 2 pro Woche runter von 3. Also sind es 5 Folgen da auch pro Woche. Also ich würde mal sagen 30, 40 Folgen auf jeden Fall. Reicht es aber. Also 30, 40, damit bin ich mir relativ sicher, dass wir so viele zusammenbekommen haben. Und ich denke mal, dass wir vielleicht eine Handvoll Auroras in dieser Zeit hatten. Also dafür sind ja sicherlich auch. Jetzt sagen wir mal eine Folge pro Tag. Der Eintrag pro Folge, so rum. Dann kommst du ja auch auf 30, 40 Tage. Das ist schon sehr wenig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie nur noch einmal pro Woche oder so kommt, gefühlt. Also warte mal, halt, bleib mal stehen, lad mal nach. So. Wir haben inzwischen 208 Schuss. Hilfe! Können wir halt Fallout hier spielen. Oh ja, das war's, das Schlaue. Zum Glück liegt hier nichts auf der Q-Taste. Ah, das ist ein Hirsch, okay. Ja, das mit dem Watz, das ist, diese Chancen, das ist
Also, wer von euch hat schon mal XCOM gespielt? XCOM, das rundenbasierte Spiel gegen Aliens sozusagen. Ist ja auch uralt. Die ersten XCOM-Spiele, die waren auch knüppelhart. Also die waren richtig knüppelhart. Ich glaube, da gab es auch nur eine Schwierigkeitsstufe, das war Friss oder Stirb. Und die neueren, die moderneren, das eine, was ich ja mal gespielt hatte. Ich habe da ja mal zwei Durchgänge gespielt, das war schon sehr lang her, viele Jahre. Und da ist es so, dass ja, wenn du da halt dann dran bist und du visierst dann halt einen Gegner an, dann ist das ja immer mit einer Chance verknüpft. Man glaubt gar nicht, wie schlecht Chancen eigentlich sind. Also so eine 50% Chance, da denkt man dann schon so, das ist relativ safe. Bei einer 70% Chance denkst du eigentlich, ja, das ist ganz easy, da mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Und wenn du eine 90% Chance hast, denkst du auch, ja, okay. Da muss ich eigentlich gar nicht hingucken, das passiert dann automatisch, ja, nichts da. Bei all diesen drei Zahlen musst du eigentlich damit rechnen, dass du eigentlich nichts triffst. Ja, das war manchmal schon. Und dafür ist dann, wenn du dann irgendwie so eine 15% Chance hast, da triffst du dann. Tja, so ist das im Batz. Das ist eine 50% Chance, vier Schüsse, null Treffer. Das ist schon erstaunlich. Naja, da kommen wir nicht rüber. Fürchte ich fast. Wir können es mal versuchen. Aber ich denke, also nur so versuchen halt, ob es krakelt oder nicht krakelt. Ich glaube, rennen können wir nämlich nicht. Wir können nur gehen. Das klappt tatsächlich. Ich will nochmal gerade schauen. Taschenrechner. Ah ja, es beginnt zu schneien, okay. 0,25 mal. Formatfehler. Ja, mach mal weg damit. Fangen wir mal von vorne an. 50%, nicht 25%. 0,5 mal. Viermal geschossen sind 6,25% Chance. Ist das eigentlich, dass du nichts triffst? Ja. Das heißt, du hast eigentlich eine Chance von fast 94%, dass du mindestens einmal triffst. Das ist schon krass. Ja, Stochastik müsste ich mich mal wieder damit befassen, weil das ist schon sehr faszinierend. Gerade wenn du so Reihen hast, so Serien von Chancen, du kannst dann relativ genau bestimmen, wie genau zum Beispiel, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du dann vier Versuche hast. Und dann zum Beispiel zweimal Ergebnis X, also zum Beispiel zwei Treffer. Das heißt, du hast, wenn du eine 50% Chance hast, ist ja dann tatsächlich Treffer und Nicht-Treffer identisch. Das heißt, jeder Durchgang, egal ob Treffer oder Nicht-Treffer, ist immer 6,25%. Da aber, jetzt musst du halt die Alternativen durchgehen. Du kannst die ersten beiden treffen und die letzten beiden nicht. Dann kannst du den ersten treffen, den zweiten nicht, den zweiten treffen, den dritten nicht. Dann kannst du den ersten treffen, die mittleren nicht und den letzten dann wieder treffen. Dann kannst du den ersten nicht treffen, den zweiten, den dritten treffen, den dritten nicht treffen. Dann kannst du den ersten nicht treffen, den zweiten treffen, den dritten nicht treffen, den vierten treffen. Und dann halt die ersten zwei nicht treffen und die letzten zwei treffen. Ja, das klingt gerade wahrscheinlich total verwirrend, aber das heißt im Prinzip, es sind sechs Durchgänge. Nee. Sechs Durchgänge gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Mal 6. Das heißt, du hast mit der 37,5%igen Chance eigentlich zwei Treffer. Das ist nee, nicht. Ja, das wird doch mal anders gerechnet. Da gibt es auf jeden Fall spezielle Formeln dafür. Das habe ich in der Schule geliebt. Hm? War ich der King. So. Wir waren noch nie hier. Krass. Achso, wir waren noch gar nicht im Wilder. Ja. Okay, das hat uns auf jeden Fall gefehlt und das... I could use this. Echt? Ja, dann mach mal. Guck mal. Mm. Ja, wir sind schon auf Level 5, Junge. Ein kaputtes Sweatshirt. Okay, kannst den Rucksack mal dazustellen. Das lassen wir gerade liegen. Okay, er hat auf jeden Fall jemand sehr viel
Munition gebunkert. Oder vergessen. So, das kommt erstmal raus. Dann lassen wir uns mal all das Holz oder alles Brennmaterial erstmal da reinschmeißen. Genau, da sind wir schon mal ein bisschen runter. Ach, wir haben das Seil. Ja, das Seil, das Seil werde ich natürlich jetzt nicht irgendwo reintun. Da ist die Kiste voll. Das kommt einfach hier hin. Ja, der Revolver. Hm. Wie schnell er auf einmal ist. Da zischt er hier durch die Gegend. Ja, ich habe jetzt erstmal noch keine Kiste, wo ich das separat reintun kann. Aber ist okay. Dann haben wir noch diesen Schlafsack. Genau, warte mal. Habe ich da Bärengrunzen gehört? Ich glaube schon. Ja, die Federn kann man auch erstmal reintun. Okay. Hast du die auf dein Altholz gelegt? Ja, da schnauft tatsächlich ein Bär herum. Ja, confirm snap to object. Gut. Ah, super. Genau, dann machen wir nämlich den mal hier hin, weil falls wir den verwenden, da können wir dann auf jeden Fall mal... Hey, Junge! Ja, die Hülse muss ich natürlich mitnehmen. Ah ja, kommt hier rein! Ja, aber du stinkst aus dem Wald. Naja, wenigstens kann die Hertha schlafen, das ist schon okay. Oh, der Depp wird nur von den Bären überfallen, das passt schon. Need some first aid. Oh, wir haben unser Angelzeug verloren. Ja, ich weiß. Gehen wir uns in den Zustand. Blutverlust, genau. Behandle mal. Hallo. Ich verstehe das nicht. So, wir machen erst den Verband drauf. Und dann tränken wir ihn in Antiseptikum. So, und dann nehmen wir noch ein Antibiotika. That didn't work. Das weißt du doch gar nicht, Junge. Ja, okay, gut. Das zu Deutsch, das bedeutet, bist du nicht mehr sicher. Hm? Ja, das ist natürlich dann, wie war keine weiteren Waffen im Inventar. Wo ist unser Gewehr hin? Hallo? Alter, das ist ein Gewehr geklaut oder was? Wo ist das hin? Hallo? Unser Gewehr hin. Das ist ja der Hammer. Haben wir das weggetan, oder was? Nö. Hä? Hertha, hast du mein Gewehr gesehen? Was zum? Liegt das jetzt unter dem Waggon, oder was? Was ist ja geil. Ah ja. Ach, noch ein Rucksack, super. Da haben wir wenigstens noch was, wo wir dann... Nee. Da haben wir noch ein Altmetall, noch eine Kohle. Das ist der Waggon. Ach, guck mal. Er hat's durch die Mauer gedrückt, der Penner. Ja, nur. Wenn wir jetzt nicht mehr... Wie ist denn das eigentlich von dem Baumstamm? Da kommst du nicht hoch, oder? Weil da der, diesen Ast da eingebaut haben. Ja, ja, komm, lauf, Junge. Ja, da kommst du auch nicht hoch, oder? Ja, das ist ja hier schon ein Problem. Schade. Das war alles mal besser hier. Blutet der eigentlich? Ja, er blutet tatsächlich. Dann ist das ja nur noch eine Frage der Zeit. Da müssen wir da nichts weiter tun, ja. Aber der Prozent hat es gut rausgerissen. So,
dann schauen wir uns das mal an. Überlebte Bärenangriffe 1, zweimal hat man als Rekord, aber das war auch im reisenden Modus. Gut, dann kümmern wir uns einfach schon mal um die Abkochung des Bären, weil das ist ja unser nächster Job dann. Ja, wieso haben wir eigentlich Prozent? Ach, weil wir den Sattbonus. Ich würde was. Ja, hier fehlt was. Wir haben keine solche Kleidung. Hm. Wo könnte diese solche Kleidung sein? Oh ja, das ist ja geil. Das ist ja richtig gute Zustände hier. Das ist ja Hammer. Was wollte ich eigentlich machen? Hm? Ich wollte gerade irgendwas machen. Dann habe ich gesehen, dass wir da nichts haben. Ach so, ich wollte einen Tee trinken. Genau. Haben wir noch? Ja, wir haben Wasser auf Vorrat. Also Wasser, was wir verwenden können. Einfach schon mal Prozente schrubben hier. Da kann man nämlich schon mal was tun. Das ist da easy. Noch mehr blaues Plus. Kommt er jetzt hier rein? Das ist ja interessant. Manche Dinge muss man halt am eigenen Leib erfahren. Okay, dann, ja, dann ist es relativ einfach. Dann legen wir die Tug ab. ja, reparieren wäre angesagt. Es hilft ja auch dem Skill. Ja, die Prozente steigen sehr schön. Dann darfst du nochmal reparieren. 27,5% jeweils. Dann darfst du nochmal reparieren. Gut, jetzt sind wir bei 89%. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, noch einmal, dann ist das auch erstmal abzulegen. Und damit ich da wirklich auch nichts falsch mache, lege ich das mal ab. Dann machst du hier nochmal drauf. Nee, komm, dem gib mir mal das 46. Genau, wir wollen ja nicht 12.000 angefangen. Da kommen wir total durcheinander. Ja, jetzt haben wir keinen Stoff mehr. Okay. Ja, das brauchen wir auch. Wir müssen das alles zerlegen erstmal. Wir haben schon wieder Nebel. Okay, und zwar müssen wir die richtigen Sachen zerlegen. Das heißt, das schon mal nicht, weil das, die sind zu gut. Aber das ist auf jeden Fall fällig, wie es wohl kommt. Wir müssen jetzt ein bisschen jonglieren mit reparieren und, aber wir so kriegen da gar keinen 33% mehr drauf. Die könnten, ah, die haben 42, okay. Genau, dann schraubst du einfach mal hier 74%, ja. 74% dran. Dann ist das auch intakt. Zerlegen natürlich, Junge. Wir haben unser Handschuh gerade halbwegs. Ja, der Bär, das wird noch ein bisschen dauern. Zerlegen, Junge. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt. Wir haben hier kein Futter gefunden, wenn ich mich alles täuscht. Beziehungsweise doch haben wir, aber nicht sehr viel. Aber wir haben noch die alten, die kaputten Dinger dabei. Genau, da kann man die zur Not essen. Okay, gib mal weiter in die Kleidung, Junge. Nee, zerlegen, Junge. Das gesehen. Ich hab das gesehen. Ja, das müssen wir leider auch erstmal zerlegen, bevor wir da aktiv werden. Und dann ist auch tatsächlich die Nacht da. Ich schätze mal, du kannst hier nichts mehr machen. 2 Stunden, 2 Minuten. Lass uns mal hier rüber gehen. Sicher ist sicher. Wie wäre das gewesen, wenn wir hier hinten wären? Uns auch erwischt. 100 pro. Reparieren. 55%. Brauchen wir nur einmal, okay. Oh ja, Wasser ist... Super, das sind wir auf jeden Fall 23 und 9 Grad, okay. 1 Grad. Mhm. Okay, Junge. Dann könnt ihr schon mal da diese vergammelten Erdnussbutter, schöner Schimmelkäse. Wir machen jetzt erstmal. Ja, wir schlafen erstmal 6 Stunden. 135 Tage. Wie kalt ist denn das jetzt? Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt unseren schönen Bärenschlafsack. Mhm. Wir müssen dann übrigens den feinen Herrn noch suchen am nächsten Tag. Weil er müsste ausgeblutet sein. Er hat ja keine Möglichkeit zu fliehen. Gute Nacht. Du schlotterst immer noch, echt? Okay. Wir haben immer noch oder wieder Nebel. Ah, da ist das der Bär. Ja, der liegt tatsächlich nicht so weit weg. Super. Müsste noch mal mit dem Gewehr drauf zielen, damit ich da auch wirklich weiß,
Ist das der Bär? Soll ich machen, das ist in der nächsten Folge? Ja, das ist definitiv der Bär. Warte mal, rühren wir den Revolver. Wir müssen übrigens das Gewehr mal... nur sicherheitshalber, nicht, dass er sich da hingelegt hat und schläft, ja. Achso. Ja, das gibt's natürlich in der nächsten Folge. Haben wir die Munition wieder. Ich brauche gar nicht nachzuladen. Genau, in der nächsten Folge, wir kümmern uns um den Bären. Das ist eigentlich der Tagesjob. Abkochen, dann haben wir hier auch recht viel Futter und das ist super. Das hat zwar eine Tug gekostet, aber so ist es halt. Dafür wird's lecker. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.